Du hast dich schon immer gefragt, wie du den Einstieg ins Krypto-Trading richtig findest, welche Indikatoren wichtig sind, welche Trading-Stile es gibt und speziell das Ganze einfach erklärt ist für Beginner. Dann bist du mit diesem Video jetzt hier nämlich genau an der richtigen Stelle. Deshalb herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du hier einschaltest. Und genau mit dieser Thematik beschäftigen wir uns jetzt hier so die nächsten 10 bis 15 Minuten. Deshalb lehn dich gerne zurück, genieß die Show und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Kleiner Tipp noch am Rande, vergessen nicht, das Abonnement dazulassen und diesen Kanal zu abonnieren, damit du einfach nichts mehr verpasst und wir starten direkt rein. Hi, ich bin der Basti und bin 31 Jahre alt, bin seit 2018 in der Thematik Trading jetzt hier hauptberuflich tätig, habe damals wirklich sehr, sehr stark Forex getradet, bin da aber wirklich sehr stark auf die Schnauze gefallen, muss man wirklich sagen. Ja, ich habe da sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt, es war ein guter fünfstelliger Betrag, der dann hier hops ging, ja, und das dann nebenbei noch dann arbeiten, also ich musste alles da auch nochmal auf einen Hut kriegen, ja, und auf die Kette kriegen, und dann bin ich 2018 zu der Thematik Krypto-Trading gekommen und dann hat sich das Blatt bei mir komplett einmal gewendet. Deshalb, ja, ich bin nicht der Glückliche, der sagen kann, okay, ich konnte bei $200 oder bei $100 Bitcoin einkaufen, sondern ich habe mir das alles selbstständig erarbeitet und möchte dich auf diesen YouTube-Kanal und speziell mit diesen verschiedenen Videos, die du dort findest, ja, dich so kryptofit machen, damit du einfach diese Fehler, die ich damals gemacht habe, nicht machst. Denn, man muss auch dazu sagen, Lehrgeld muss man zahlen, aber muss es denn immer so viel sein? Nein, muss es nicht. Also, das heißt, auch wenn dich das ganze Thema Trading allgemein interessiert, was ich persönlich mache, oder wenn du auch eine Community suchst, findest du alle Links unten in der Videobeschreibung. Schau da gerne mal rein, da findest du den Link zu Instagram, ja, zu meiner Wenigkeit und dann auch noch zu unserem Discord-Server. Das ist nämlich ein Server, wo sich sehr viele Trader treffen, ja, wo du Gleichgesinnte hast, wo du Fragen stellen kannst, dich mit denen austauschen kannst und das 24/7 komplett kostenlos. Deshalb schau gerne unten einfach mal in die Videobeschreibung rein. Jetzt aber das ganz große Thema, wie startest du denn jetzt erstmal rein? Ganz wichtig, wir brauchen erstmal eine Trading-Software. Das heißt, wir brauchen natürlich irgendein Analyse-Tool, wo wir unsere Analysen machen können, wo wir Sachen einzeichnen können, wo wir Widerstände einzeichnen können, welche und vor allem dann Indikatoren auch noch einzeichnen können und uns diese anzeigen lassen können. Meiner Meinung nach gibt es da keinen anderen und besseren Anbieter zurzeit als TradingView. Da habe ich auch nochmal ein sehr, sehr ausführliches Tutorial gemacht. Ich blende dir das hier einfach dann nochmal ein. Da würde ich dir empfehlen, alles Wichtige zu TradingView findest du auf jeden Fall mal dort. Und man kann dazu sagen, es ist komplett kostenlos. Das ist halt eine ganz coole Sache. Das heißt, du kannst dir da erstmal einen kostenlosen Account machen, kannst dir das Ganze anschauen und dann, wenn es zum Beispiel einen Black Friday gibt, oder dann auch mal eine andere coole Aktion, kannst du dir das erste Paket holen, damit du mehr Indikatoren in dein Chart reinladen kannst. Das heißt, diese Trading-Software ist essentiell. Die brauchen wir auf jeden Fall, weil ohne die geht's nicht. Da machen wir unsere Analysen und unsere Trades setzen wir dann auf der jeweiligen Börse dann dementsprechend ab. Das auf jeden Fall mal dazu. Dann haben wir natürlich einen großen Block an Indikatoren. Da draußen gibt es 1000 verschiedene Indikatoren. Indikatoren, was ist das? Diese sollen uns einfach nur dabei helfen, um uns nochmal zusätzliche wichtige Informationen zu beschaffen, ob wir zum Beispiel jetzt einen Trade machen können, sollen, es lieber sein lassen sollen, Profite realisieren sollen und so weiter und so fort. Da draußen gibt es tausende Indikatoren. Ich werde dir jetzt die wichtigsten sagen, die du meiner Meinung nach brauchst als Anfänger und den Rest brauchst du nicht. Vor allem lass die Finger weg von Indikatoren, die dir versprechen, jetzt gebe ich dir ein Kaufsignal, jetzt gebe ich dir ein Verkaufssignal, lass das lieber sein. Erstens, ganz wichtiger Indikator ist einmal unser EMA, also unser exponentieller Moving Average. Unser exponentieller Moving Average ist zum einen mal wichtig und den musst du dir immer einstellen, der 13er, der 20er, der 50er, 100er, 200er und der 800er EMA und das komplett auf allen Zeiteinheiten hinweg. Je höher die Zeiteinheit ist, desto stärker sind dann diese Supportlinien oder auch dementsprechend Widerstandslinien, je nachdem, wo wir da gerade einmal traden. Ja, also das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Die brauchen wir definitiv.
Wichtig auch dann noch zu erwähnen ist dann unser Traders Reality Indikator. Da habe ich auch ein extra Video dazu gemacht. Schau da gerne bei YouTube mal rein. Da gibt es insgesamt 2 Videos dazu. Das würde den Rahmen jetzt hier absolut sprengen. Nur kurz angefasst, und zwar: der Traders Reality Indikator gibt uns Informationen darüber, wie das Kauf- und Verkaufsinteresse in der Kerze jetzt ansteigt. Also wir sehen dann mit Hilfe von verschiedenen Farben ganz genau, ob jetzt hier Käufer oder Verkäufer in der jeweiligen Kerze reinkommen. Und das ist wirklich essentiell. Des Weiteren gibt es noch viele andere wichtige Punkte raus, wie zum Beispiel verschiedene Pivot Points, andere verschiedene wichtige Widerstands- und Support Level. Aber das Ganze habe ich dann extra nochmal im Detail für dich als Video zusammengefasst. Ich packe es einfach auch unten mal in die Videobeschreibung rein. Da kannst du dir das Ganze mal im Detail anschauen. Des Weiteren unser RSI, relativer Stärkeindex. Dieser ist auch ein ganz, ganz wichtiger Indikator, denn bei diesem ist es nämlich besonders wichtig, wenn dieser in einem überkauften oder überverkauften Bereich ist, heißt es absolute Vorsicht, ja, vor allem auf dem 4-Stunden-Chart. Benutze diesen RSI immer, oder ich benutze diesen immer sehr gerne auf dem 4-Stunden-Chart. Warum der 4-Stunden-Chart? Das ist ein sehr, sehr signifikanter Chart. Denn wenn wir da zum Beispiel in den überkauften oder überverkauften Bereich reinkommen, ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr, sehr hoch, dass wir wieder eine kleine Kursänderung sehen. Das heißt, wenn der Markt zum Beispiel im überkauften Bereich ist, das ist alles über 70 Punkte, heißt es absolute Vorsicht, denn jetzt kann der Markt wieder eine kleine Korrektur hinlegen, weil der Markt überkauft ist. Also da sind ganz, ganz viele Leute long gegangen, ja, und haben gesagt, okay, jetzt will ich kaufen, 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 und dann ist dieser Indikator dann nach oben gestiegen. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für unten. Wenn wir unter der 30-Punkte-Marke sind bei unserem RSI, also Relative Strange Index auf Englisch, so findet ihr den by the way auch in TradingView. Wenn der bei 30 Punkte ist, dann heißt es, wir sind überverkauft. Das heißt, sehr viele Leute sind auf einmal short gegangen, ja, und denken, der Kurs geht noch weiter. Und dann kannst du meistens mit einer kleineren Erholung dann nochmal rechnen. Des Weiteren haben wir unseren MACD. Der MACD zeigt uns an, wie und wann befinden wir uns denn in welchem Trend. Also sind wir in einem sehr starken Aufwärtstrend, sind wir in einem sehr starken Abwärtstrend oder dümpeln wir einfach nur auf der Seite rum. Ja, das heißt, dieser MACD zeigt uns dann auch nochmal an, kommt positives Momentum rein. Also wie ist im Moment so das Momentum im Markt? Kommen viele Käufer rein oder viele Verkäufer. Ja, und wir haben dann gleichzeitig nochmal unsere Signallinie zu unserer Durchschnittslinie. Und jetzt wird es spannend, wenn nämlich diese Signallinie zu dieser Durchschnittslinie sich crossed, also wenn diese sich überschneidet, dann ist es meistens immer so, dass man mit einer Trendumkehr rechnen kann. Das heißt, der Kurs müsste dann in den nächsten Stunden, Minuten, je nachdem wie du das anschaust, dann eine Kursbewegung in die andere Richtung dann auch nochmal eingehen. Auch das ist ein sehr wichtiger Indikator. Und dann haben wir noch unseren wichtigen Volumenprofilindikator, nämlich das Volumen der sichtbaren Range, auch VRVP genannt in TradingView. Heißt, dieser zeigt uns ganz genau an, wo sehr viel Leute gekauft haben, wo viele Leute verkauft haben, wo sich einfach viele Käufer und Verkäufer im Chart auf einem gleichen Level getroffen haben, ja, und zum Beispiel gesagt haben, ja, alles klar, bei 31.000 US-Dollar ist zum Beispiel ein sehr signifikantes Level, da möchte ich gerne Bitcoin kaufen, allerdings aber auch verkaufen, dann treffen sich Käufer und Verkäufer bei diesem Level und da wird dann sehr viele Transaktionen werden dann da abgewickelt und somit entsteht dann da ein sehr starkes Volumenprofil. Das zeigt uns dieser VRVP an. Das zu den Indikatoren. Auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Mehr brauchst du wirklich nicht. Das sind die absolut minimalsten Indikatoren, die du brauchst und die du vor allem zu einem erfolgreichen Trading brauchst. Glaub mir das, ich habe das seit 2018 durch. Ich habe so viele verschiedene Sachen ausprobiert. Mit diesen Indikatoren hast du alles, was du brauchst. Und du brauchst keine 10, 20, 30 Indikatoren. Schau, dass du dein Schaubild immer wirklich sehr, sehr clean hältst. Jetzt kommen wir rein und gehen jetzt mal die verschiedenen Trading-Arten durch. Also da gibt es natürlich dann auch immer noch verschiedene Sachen, die man beachten sollte. Zum einen haben wir natürlich das Thema Swing Trading, wir haben das Thema Day Trading, wir haben Scalping und wir haben dann zu guter Letzt unser Hodl oder unser Spot Trading. Also gehen wir erstmal das Swing Trading durch. Swing Trading, was ist überhaupt Swing Trading? Worauf kommt es da an? Swing Trading ist, wenn du eine kleine, beziehungsweise
ja eigentlich eine Position eröffnest mit einem sehr kleinen und geringen Hebel. Das heißt, dein Liquidation-Preis, dein Liquidationspreis ist sehr, sehr weit unten, dass du einfach nicht rausliquidiert werden kannst. Was macht jetzt Swing Trading so besonders? Speziell jetzt für diejenigen, die jetzt zum Beispiel arbeiten, 9-to-5-Job haben oder auch mal in der Nachtschicht sind und so weiter, ist natürlich Swing Trading sehr, sehr lukrativ und interessant. Warum? Ganz einfach, weil diese Swing Trades über mehrere Tage, Wochen, teilweise auch über Monate offen bleiben. Beim Swing Trading spekulierst du darauf, dass du einen sehr großen Move, also eine sehr große Bewegung, sei es nach oben oder nach unten, mitnehmen möchtest. Zum Beispiel Bitcoin tradet bei 15.000 US-Dollar. Du möchtest jetzt den nächsten Run-Up mit nach oben hin mitnehmen. Du siehst jetzt, okay, wir kriegen eine kleine Bodenbildung rein, gehst in den Markt mit einem kleinen Hebel. Wichtig dabei, Swing Trades maximal mit einem 5x, wirklich absolutes Maximum. Je kleiner der Hebel, desto besser. Und dann nimmst du die Bewegung mit von 15.000 Dollar auf 30.000 Dollar zum Beispiel nach oben. Ja, das ist Swing Trading. Also sehr cool und vor allem lukrativ, weil da brauchst du, das ist nicht stressig, ja, das ist nicht wie beim Skyping, wo du rein, raus und dann Kopfschmerzen und dann Mindset beachten und das beachten, nein, Swing Trading ist wirklich relativ entspannt. Dann haben wir noch das Thema Daytrading. Beim Daytrading ist es so, dass du, wie der Name schon sagt, deine Trades innerhalb eines Tages machst. Das heißt, der kann dann mal so ein paar Stunden offen bleiben. Wenn du dann eine kleine volatile Bewegung mit nach oben oder nach unten mitgenommen hast, gehst du aus diesem Trade wieder raus. Speziell auf den 15-Minuten-Chart. Ja, wichtig. Das heißt, der 15-Minuten-Chart ist beim Daytrading für uns auch bei Bitbull Trading sehr, sehr wichtig. Das auf jeden Fall mal dazu. Wenn du auch nochmal andere wichtige Informationen haben möchtest, zum Beispiel über verschiedene Indikatoren oder dann auch nochmal im Detail erklärt, was Vector Candles sind und so weiter und so fort, schau nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Da haben wir nämlich unseren Kickstarter, denn der Kickstarter ist speziell für dich und wenn du hier Abonnent bist, noch besser, nämlich komplett kostenlos. Da schauen wir uns 3-4 Stunden nochmal die ganze Thematik im Detail an. Den kannst du dir dann nach diesem Video hier kostenlos runterladen beziehungsweise dich kostenlos anmelden und dann in der Mediathek das Ganze anschauen, komplett kostenfrei. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Da geht es nochmal im Detail, Indikatoren, Trading-Strategien, Scalping, Mindset-Schulung und noch vieles, vieles mehr. Also da auf jeden Fall mal reingucken. Dann haben wir das Thema Scalping. Scalping, auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Eins vorneweg, Leute, ich sag's wie es ist, lass die Finger weg vom Scalping, wenn du kein erfahrener Trader bist. Ich weiß, da draußen kursieren immer sehr groß dann, ja, jetzt habe ich jetzt innerhalb von 2 Minuten 5.000 Dollar verdient und so weiter und so fort. Aber ich kann dir eins sagen, lass es sein. Du plättest dein Konto schneller, als du gucken kannst und das wollen wir natürlich nicht. Ja, das heißt, beim Scalping gehst du schnell rein in den Markt und schnell wieder raus. Das heißt, 1-Minuten-Chart, 30-Sekunden-Chart, 3-Minuten-Chart, da hältst du dich einen Tag auf. Und teilweise ist es dann so, dass du beim Scalping am Tag 20, 30 Trades machst. Ja, und da ist natürlich die Kopfsache ganz, ganz wichtig. Warum ist die wichtig? Weil du ganz schnell Entscheidungen treffen musst. Wenn der Kurs sich ganz schnell bewegt und 1-Minuten-Chart, Volatilität bei Bitcoin, da geht es mal kurz um 100 Dollar, puff, nach oben. Und dann musst du sofort wissen, was zu tun ist. Ja? Und deshalb würde ich dir empfehlen, wenn du Anfänger bist, lass das sein. Wenn du da schon in der Thematik drin bist und das beim Daytrading gut läuft, beim Swingtrading gut läuft, dann kannst du dich ausprobieren beim Scalping. Aber ich würde dir wirklich empfehlen, da einfach mal die Finger davon zu lassen. Wir haben die Scalping-Strategie auch bei uns bei Bitbull Trading. Diese erklären wir dir auch im Kickstarter. Also auch wenn dich trotzdem das Scalping interessieren sollte, schau da definitiv auf jeden Fall mal rein. Und dann haben wir noch das Thema Hodeln bzw. Spot Trading. Hodeln ist ein weit bekannter Begriff. Vielleicht sagt dir das was schon. Ja, wenn dir das noch nichts sagt, Hodeln heißt einfach, du kaufst Coins und lässt sie liegen. Eigentlich wie eine Aktie. Du kaufst eine Aktie, lässt sie liegen, wartest, bis sie steigt. Punkt. Auch wenn der Kurs dann nach unten geht, hast du halt einen schlechten Einstieg erwischt. Egal, du wartest, bis du wieder im Profit bist. Genauso ist es auch beim Hodeln. Das heißt, beim Hodeln ist es so, du kaufst dir die Coins, sei es Bitcoin, Ethereum oder auch Altcoins. Du hast diese Coins für dich, besitzt auch diese Coins. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Bitcoin bei 30.000 Dollar gekauft hast, Bitcoin steigt auf 32.000, du verkaufst diesen Bitcoin bei 32.000, hast du 2.000 Dollar Gewinn gemacht. Eigentlich eine ganz coole und einfache Sache. Ja. Das heißt, wir sind natürlich immer dann darauf bedacht, auch unser Hodl-Portfolio stetig aufzubauen. Bedeutet nichts anderes, wenn wir mal nach unten fallen,
immer günstig nachkaufen. Wenn man nachkaufen kann zu einem günstigen Preis, sollte man das auf jeden Fall tun. Jetzt fragst du dich zum Ende dieses Videos, ja, aber was macht denn jetzt Krypto-Trading? Was ist denn jetzt der Vorteil? Und zwar kann ich dir eins sagen, beim Krypto-Trading profitierst du eigentlich doppelt. Und zwar gibt es das Coin-Margin-Trading. Das heißt, du tradest nichts anderes als den Coin selbst. Bedeutet, du gehst mit einem Bitcoin zum Beispiel in eine Position rein. Alles, was du an Gewinn machst, bekommst du auch Bitcoin als Gewinn zurück. Heißt jetzt nicht, dass du mit einem Bitcoin immer traden musst. Du kannst auch mit 0,0001 Bitcoin traden. Ja, das sei nochmal dazu gesagt. Wir nehmen jetzt als Beispiel aber diesen einen Bitcoin. Und in diesen einen Bitcoin kannst du jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt zum Beispiel short. Und jetzt kommt nämlich das ganz Coole. Wenn du jetzt nämlich jetzt short gehst, bei unserem Bärenmarkt haben wir das zum Beispiel bei Bitbull Trading gemacht und das war richtig lukrativ. Wir sind dann short gegangen und haben eine Position short nach unten hin mitgenommen, haben auf dem Weg nach unten Bitcoin als Gewinn bekommen, haben diese auf unser HODL-Portfolio gelegt und haben dann den nächsten Run-Up nach $30,000 wieder mitgenommen. Und jetzt profitierst du nämlich doppelt, denn zum einen kriegst du den Gewinn nach unten hin, denn du stockst dein HODL-Portfolio auf. Und wenn Bitcoin dann nach oben dreht, profitierst du allein nur von der Kursbewegung und von der Kursdifferenz. Also wie geil ist das denn? Ja, man muss auch dazu sagen, wenn du dann natürlich den Trade verlierst, ja, oder dieser in den Stop-Loss läuft, hast du dementsprechend auch minus Bitcoin. Ja, ist ja auch logisch. Aber das ist das wirklich Coole daran und das hast du nirgends. Ja, das heißt, auch wenn du zum Beispiel eine Aktie tradest, bekommst du nur US-Dollar raus, ja, aber nicht die Aktie selbst. Das ist halt das Coole bei Krypto-Trading. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt dann hier mal so einen kleinen Einblick geben, wie das Ganze jetzt hier so abläuft, welche verschiedenen Strategien es gibt, welche Indikatoren es gibt. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen. Schreib es gerne mal unten rein in die Kommentare. Ich versuche so gut es geht, alles zu beantworten. Das heißt, du kannst da natürlich auch Fragen, Wünsche, Anregungen stellen. Überhaupt gar kein Thema. Und vergiss auf jeden Fall nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Auch gerne ein Like dazulassen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und wir sehen uns zum nächsten Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Dein Basti. Ciao, ciao.